also Tollander im dunkelgelb Bison und im hellgelben Heure und unten Richtung Bergen, Richtung Luzern zu, im grünen Trikot die Schweden aus Wolby, Wolby A, wo Gruppe 1 souverän angeführt hat, 10-mal hat können gewinnen und Ebersäcke, zweite in der Gruppe B, in der Gruppe 2 und die geben sich alles andere als schlagen. Der Coach hat es vorhin gesagt, der Beat Steiner, sie werden nochmal alles ins Seil hineinlegen, alle Kraft ins Seil hineinlegen, um da können zu gewinnen und nachher sich für das Finale können zu qualifizieren. Beide Partien noch absolut ausgeglichen. Wir wollen noch nicht zu viel riskieren. Ebersäcke versucht sich noch mal rauszuziehen. Ganz ruhig. Coacht dort den Beat Steimen. Fordert sein Team auf, die ganze Situation mal so zu halten. Mal ein bisschen auf Abwarten. Seil ziehen. Es ist jetzt momentan Heure gegen Bison ziemlich ausgeglichen, die geht gar nichts. Hingegen am Seil 4 zwischen Wolby und Ebersäcke. Das erwartet spannende Duell. Ebersäcke geht sich auf keinen Fall geschlagen. Das ist so, das ist zu erwarten. Wolby nimmt Ebersäcke zusammen und Ebersäcke, man sieht, sie versuchen sofort abzuhängen und wieder in Position zu gehen, so wie sie jetzt sind. Es kostet natürlich Kraft, x-mal der Gegner so muss stoppen und der wird sich zeigen, ob der Gewichtsunterschied, ob das nicht richtig verändert wird. Der erste Mal in der Durchschnitt, Ebersäcke treibt sich vorwärts. 679 Kilo wiegt die Mannschaft von Wolby, 627 Kilo Ebersäcke, die jetzt aber fast besser in Schuss gekommen sind hier und sie werden nochmal angeführt vom Coach, nochmal das Letzte zu geben. Es fehlt nicht mehr allzu viel, vielleicht noch etwa 20 cm. Und das